Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Darians Abenteuer. Ja, wir befinden uns heute auf dem großen Teich. Keine Sorge, nicht allzu weit weg vom Festland, da hinten. Da wohnen wir. Aber ja, wir sind auf dem großen Teich. Warum sind wir auf dem großen Teich? Teich, nicht Teig. Ja. Ich möchte mit euch heute gerne eine Schwarzpulverfarm bauen. Ob das was wird? Nun ja, das bleibt mal abzuwarten. Ich bilde mal ein, ich höre hier irgendwo ein Gurgeln. Da ist ein Tintenfisch. Ja, also ich habe auf jeden Fall hier von hier unten mich hier hochgebaut, eine kleine Plattform, von der aus wir starten. Von hier aus werden wir uns jetzt nach oben bauen. Jo. Und zwar schön nach oben. Jetzt muss ich gerade gucken. Mit 55 Blöcken haben wir gestartet. Das sind 15. 15 könnte fast schon reichen. Nee, wir gehen noch mal ein paar Blöcke hoch. Wir gehen noch mal 5 Blöcke hoch. Ja, so. Warum gehe ich so weit nach oben? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar möchte ich so weit wie möglich von jeder anderen Spawn-Möglichkeit entfernt bauen. Deswegen auch auf dem Meer, weil der Grund hier ist relativ weit unten. Somit besteht eine ziemlich geringe Chance, dass sich da unten Höhlen befinden. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Genau, es besteht eine relativ geringe Chance, dass da unten Höhlen sind. Wir sind relativ weit weg vom Festland. Und somit spawnen hier eigentlich, jetzt mal abgesehen von den Ertrunkenen, keine weiteren Mobs. Was die Effektivität unserer Schwarzpulverfarm enorm steigern sollte. Oh, jetzt muss ich auch mal gucken. Ich will 9 Blöcke in jede Richtung. 2, 3, 4. Da weiter. 5, 6, 7, 8. 9. Thank you.
So, ja, Freunde, wie ihr seht, ich habe die Plattform jetzt zu Ende gebaut. Wir haben 4 Felder mit jeweils 9x9 Blöcken. Auf denen sollen später die Creeper spawnen. Was wir jetzt brauchen. Ich muss mir da eh was anderes einfallen lassen, wie wir dann später hier hochkommen. Aber jetzt im Moment kann ich das noch lassen. Warte, wo sind denn eigentlich meine... Wo habe ich eigentlich meine Treppen hin, meine Leitern hin? Sind die auf der Seite? Okay. Ja, wir steigen jetzt mal eben hier hoch und springen dann mal runter. Denn was ich jetzt brauche, ist, ich brauche Wasser. Auf jeden Fall Wasser. Upsa. Ja, da sind meine Leitern. Auf der komplett verkehrten Seite. Gut, sei es wie es mag. Wir wollten Wasser holen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Zack, 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 zack. Und zwar, komm, ich habe noch Leitern. Geh mal hier hoch. Ja, und zwar steigen wir jetzt als erstes wieder hier nach oben. Und dann müssen wir jetzt nämlich mal was ausprobieren. Wasser fließt ja 8 Blöcke weit. Das heißt, Moment, ich sorge mal eben vor, indem ich... mir hier eine unendliche Wasserquelle mache. Weil sonst muss ich jedes Mal wieder runter und da habe ich keine Lust dazu. So. Dann füllen wir den auch gleich nochmal auf. So, und zwar, wenn ich jetzt das Wasser hier... dann müsste das ja... genau. Bis hierhin. Sehr gut. Das sagt mir, es hat funktioniert. So, dann machen wir das jetzt in jedem dieser Kanäle, die ich hier gelassen habe. So und so, jawohl. Moment, ich habe doch 4. Dann machen wir doch auch alle 4 voll. So und so. Dann einmal Wasser, zweimal Wasser, dreimal Wasser, viermal Wasser. So, das ist doch schon mal perfekt, kann man sagen. Was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall... eine Wand ziehen, die nochmal 2 Blöcke hoch ist. Ich glaube nur, ich habe tatsächlich zu wenig Blöcke mitgenommen. Das wird nicht reichen. Eine Decke müssen wir auch noch reinziehen. Da habe ich mich etwas vertan. Aber gut, nicht so schlimm. Blöcke können wir uns noch holen. Wobei, jetzt muss ich gerade überlegen. 1, 2, so, und dann kommt die Decke drauf. Genau. Genau, so. So. Thank you.
Okay, wie man sieht, ich habe mich etwas vertan mit meiner Materialplanung. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und Steine holen. Nee. Das machen wir jetzt auch mal eben. Paddeln, paddeln! Volle Kraft voraus! Ihr seht, ich habe mir meinen Bruchstein mit eingepackt. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir Teppich mitgenommen. Den werden wir auch noch benötigen. Beziehungsweise wir hätten es auch mit Falltüren machen können. Aber ich bin der Meinung, mit Teppichen schaut es vielleicht ein bisschen, ja, schaut es vielleicht ein bisschen schöner aus, wobei jetzt Optik bei dieser Farm nicht unbedingt, ja, die große Bedeutung hat. Ich meine, wir haben hier einen riesengroßen Steinklotz mitten über dem Meer schweben. Ob man da jetzt unbedingt von Optik noch sprechen möchte, das sei mal jedem selbst überlassen. So, jetzt mal hier hoch. Komm, stell dich nicht so an, lieber Darian. So, dann wäre mich schon wieder hier. Ich baue mich jetzt mal hier hoch. Und dann, ups, machen wir noch eben das Dach hier oben fertig. Was wir jetzt machen, das nervt mich gerade enorm. Damit ich hier nicht immer drüber springen muss, setzen wir jetzt mal überall Falltüren. Die hätten wir eh nachher setzen müssen. Von daher ist das schon in Ordnung. Wir müssen die bloß später alle nach unten klappen. Aber wie die Farm funktioniert, das werde ich dann nachher nochmal so im Groben erklären. Denn ja, ich gehe nicht davon aus, dass hier heute lauter Minecraft-Profis zuschauen. Ich denke, wir werden vielleicht auch so den ein oder anderen Neuling mit dabei haben. Und der weiß natürlich nicht, worum es hier geht, beziehungsweise wie es funktioniert. Da ist mir in die Hose gegangen. Autsch, voll aufgeschlagen. Oh, das gibt einen Knacks im Steißbein. Manometer, du. Ach komm, echt jetzt? Wegen einer Leiter. Na komm. So. Mensch. Okay, aber weiter geht's. Ich habe auch zu wenig Falltüren dabei. Auch da werde ich mir noch welche machen müssen. Ah, das ist zwar wirklich anstrengend heute. Nichts funktioniert so, wie es soll. So, ich nehme auf jeden Fall mal das Wasser noch hier raus. Weil das hier brauchen wir nicht mehr. Ups, das stecken wir uns wieder ein.
ja, wir haben jetzt unsere Decke komplett reingezogen. Ihr seht auf einer Höhe von 2 Blöcken. Das Dach oben habe ich komplett ausgeleuchtet. Warum? Ganz einfach, damit oben auf der Schwarzpulverfarm nichts spawnen kann. Denn das würde ja die Effektivität beeinträchtigen. Das wollen wir nicht. Hier drin ist im Moment alles komplett ausgeleuchtet. Dient nur dazu, dass im Moment nichts spawnt. Und wir werden jetzt auch dafür sorgen, ich lasse die hier mal oben, dass wir uns noch über die Ebenen bewegen können. So, und jetzt kommt es nämlich so. 2 Blöcke. Reicht eigentlich für was? Ja, für eigentlich jeden Mob. Also wenn wir das jetzt so lassen würden, könnten hier drin außer Endermännern eigentlich alle spawnen. Skelette, Creeper, Zombies, Spinnen. Und genau, damit wir das verhindern, machen wir Folgendes. Endermänner haben ja eine, Creeper haben ja eine Besonderheit gegenüber anderen Mobs. Und zwar können Creeper hier immer noch spawnen. Zombies und Skelette können es nicht mehr. Creeper spawnen hier immer noch. Spinnen auch. Und damit Spinnen nicht spawnen, machen wir Folgendes. Spinnen brauchen hier ein 2x2 Feld zum Spawnen. Dieses Feld gönnen wir ihnen aber nicht. Deswegen setzen wir jetzt jeden zweiten Block einen Teppich. Damit machen wir unsere Schwarzpulverfarm auch spinnensicher. Wofür eigentlich diese Trapdoors? Wer weiß es? Die Trapdoors machen wir rein, weil Mobs jetzt der Meinung sind, aha, hier ist ein vollständiger Block, hier kann ich drüber laufen, fallen dann hier rein, werden hier vorgespült und fallen dann hier runter. Das Auffangbecken unten müssen wir noch bauen. Auch da fällt mir gerade auf, ich habe vergessen, Kisten mitzunehmen. Ich habe keine Trichter mitgenommen. Ich habe die Hälfte meines Materials vergessen. Das ist schon wieder ärgerlich und nervt mich. So, da haben wir noch Teppich. So. Ja, prima. Läuft doch. So, ja, das war es jetzt auch schon mit unseren Falltüren. Na gut. Ja, ich wollte die Falle eigentlich in einer Folge fertig machen. Die Falle, sage ich. Die Farm.
Aber ja, das Problem ist, ich bin gerade sehr unter Zeitdruck. Ich muss gleich noch was erledigen. Deswegen muss ich an der Stelle jetzt leider abbrechen und werde die Farm mit euch in der nächsten Folge fertig bauen. Wir müssen noch hier oben mit Trapdoors ausbauen. Dann hier unten einen Schacht runterbauen, wo die Creeper reinfallen können. Unten dann Truhen mit Trichtern, wo wir das Schwarzpulver mit auffangen können. Und ja, so im Großen und Ganzen war es das dann eigentlich auch schon. Ja, es ist also wirklich nicht mehr viel. Es ist, ja, ich muss halt jetzt noch Material besorgen und das dauert halt dann wieder hierher fahren und ich schaff's leider nicht ganz. Es tut mir leid, aber beim nächsten Mal, versprochen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Freue ich mich tierisch drüber. Abonniert kostenlos meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und ja, natürlich dürft ihr mir auch gerne was Nettes in die Kommentare schreiben. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Ja, und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt Darians Abenteuer. Bis dahin, macht's gut, meine lieben Freunde, und ciao, ciao.